Cheers, Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem, nein, Spaß, auf Kostas Kanal! Auf dem besseren Kanal! Dem Kanal, wo ich immer alle Spiele gewinne! Nicht heute! Ich glaube schon. Stimmt hier mal ab, wo ihr denkt, wer heute gewinnt. Ich wollte sowieso noch sagen, vielen Dank für euer Vertrauen, ey. Ich glaube, ich hatte so 28%. Ja, mehr, 100 zu 0. Eigentlich 90% für mich. Wir haben euch wieder gefragt, stellt uns Fragen und wir spielen eine neue Runde Know Your Bro! Und wir gucken, wer wen besser kennt. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel gegen dich gewonnen. Es wäre wirklich cool, wenn ich wenigstens mal eins rocken könnte. Vielleicht verliere ich heute mit Absicht. Das sage ich jetzt schon mal so als Sicherheit, falls ich verliere. Also, es wäre völlig egal, ob du mit Absicht verlierst oder einfach, weil ich besser bin. Ich würde dich sowieso damit für immer aufziehen. Weil du so verzweifelt bist. Ja, richtig. Lieblings-Disney-Prinzessin. Ich sag, was deines ist. Nee, du musst deine aufschreiben. Ich muss meine aufschreiben, ja. Okay. Hör auf zu zeichnen! Niemals! Okay. Oh, das ist ein bisschen schwierig, weil bei dir würde ich zwischen Vaiana und Mulan so ein Tauziehen haben. Aber ich würde glauben, wenn du wirklich klug genug bist, in dich selbst zu gehen und an Mulan denkst, könntest du dir nicht verzeihen, Vaiana über den Mulan zu stellen. Also wer jetzt? Mulan. Mulan? Falsch! Mirina! Als ob! Spaß, Vaiana! Als ob du Vaiana mehr magst als Mulan. Ja, schon. Ich hab auch stell dir vor, ich würde jetzt zu Mulan gehen und sagen, Dennis mag Vaiana mehr. Dann würdest du einfach zu Hause sitzen und weinen. Wahrscheinlich würde Mulan mich aufschlitzen. Ja, du würdest weinen, einfach weil du es nicht ertragen. Aber Vaiana könnte mich retten mit dir. Ja, würde sie aber nicht. Sie hat genug andere Freunde, sie hat ja Familie. Okay, bei mir? Belle. Ariel! Hä, als ob? Als ob nicht. Belle. Nein. Warum sollte Belle deine Lieblings... Prinzessin sein. Ich schon immer Belle war. Nein, Schön und das Biest ist einer meiner Lieblingsfilme, aber Belle ist jetzt nun nicht gerade die hellste. Was ist der Name der Großmutter der anderen Person? Okay. Oh, ich muss gerade überlegen, wie deine Oma heißt. Ich weiß, dass dein Opa das immer sagt, wenn wir da sind. Ich glaube, bei dir ist es Gertrud? Nein! Waltraud. Waltraud, aber es klingt fast genauso. Waltraud. Und deine... Gut. Haben die alte Namen? Der Namen, die Omas immer haben. Sie heißt nicht Anna. Anneliese? Ilse und Inge. Oh, wow. Schön. Next. Was des anderen Lieblingsessen? Was esse ich momentan am liebsten? Also gerade hier, just momentan, ja? Heute. Ich glaube, bei dir ist es momentan Sushi. Weil ich weiß auch nicht warum, woher das bei dir auf einmal kommt, aber jedes Mal, wenn er die Wahl hat, ist, er will heute wieder Sushi essen. Oh, ich habe meine Fragezeichen gemacht, weil mein Sushi nicht so gut geworden ist. Und dafür sag... Ist dein Sushi richtig gut geworden? Ist mein Sushi richtig gut geworden? Ich bin mich. Ich kann gut Sushi zeichnen. Erste Beziehung des anderen. Nick, wenn du das nicht weißt, das ist der größte Beweis, dass du niemals meine Videos guckst, weil ich hatte das schon mal. Ich guck nie deine Videos. Danke. Da brauche ich keinen Beweis für. Schlussmachung wird eingeleitet. Spaß. Wenn ich drin bin, gucke ich die auch manchmal. In mir? Oh Gott. Oh mein Gott, was? Willst du anfangen? Ich muss sagen, mit wem du zusammen warst. Oh shit, ich muss ja meins aufschreiben, ne? Shit, ich muss ja meins umschreiben. Okay, wir haben jetzt beide das vom anderen aufgeschrieben. Ja, dann ist ja auch egal, oder? Ja, dann musst du erst sagen. Wer es bei mir war? Ja. Bei mir war es Shirina. Tada! Du guckst also meine Videos, cool. Nein, ich kenne mich einfach. Und bei mir war es Peasy. Yes! Oh mein Gott! Nice! Immer so Gleichstand. Gut. Beides Mädchen übrigens. Hm? Name vom Lieblingsplüschtier des jeweils anderen. Meins ist wirklich easy, easy. Bei dir ist es Perdi. Oh Mann! Das ist dieser von 101 der Martina, der wirklich schon richtig zerranzt und eklig aussieht. Die ist mega süß. Wenn du raufdrückst, hat der früher, glaube ich, mal gebellt oder so und jetzt macht er nur und hechelt wie Britney Spears. Wisst ihr, das ist so richtig gemein. Es ist so wirklich, dass ich habe sie schon seitdem ich 2 bin und Meg behandelt sich wirklich immer, als wäre die aus irgendeiner Flohmarkt-Mülltonne. Okay, und bei mir? Bärchen, Teddybär, Panty. Teddy! Teddy, ja, das habe ich gesagt. Nein, du hast Bärchen gesagt. Und Teddybär und Panty. Oh Mann! Ich führe, oder? Deine Mutter führt im Stream. Okay, jetzt kommt eins, da muss man raten. Welche Farbe hat die Unterhose des jeweils anderen? Just in diesem Moment. Ich glaube, deine ist grün.
Dunkelrot. Ja. Und deine ist dunkelblau? Ja, wenn man es sehen kann. Nein! Oh! Ein Punkt mehr. Tada! Man sieht es nicht. Sieht man es nicht. Ich bin zu faul. Ich führe. Nein. Nicht. Welches Buch hat der jeweils andere zuletzt bis zum Ende gelesen? Oh, das ist ja voll gemein. Du weißt auf jeden Fall, welches es bei mir ist und ich habe keine Ahnung, welches bei dir sein könnte. Ja, du musst aber dann auch genau sein, ne? Woher soll ich wissen, welches Buch du als letztes gelesen hast? Weil ich sogar ein Skript dazu geschrieben habe. Okay, vielleicht weiß ich es. Ist es Two Boys Kissing? Es ist Two Boys Kissing! Yes! Bei dir ist es Panem. Welcher? Panem halt. Nein, du musst genau sein. Ich glaube... Es gibt ja nur... Ja, ich glaube trotzdem den dritten hast du zuletzt gelesen. Also Mockingjay. Ja. Ja! Das wäre meine Chance gewesen. Warum habe ich nicht Catching Fire am Ende gelesen? Scheiße. Wie schlau bin ich einfach, dass ich auf Two Boys Kissing gekommen bin, Alter. Gleich kommt wieder der Replay, wie du geschmummelt hast. Ich hab nicht geschummelt. Schmummelt. Das ist ein Wort, das ziemlich süß ist für Betrügen. Das nicht existiert. Natürlich. Nein. Wenn ihr auch Schmummeln kennt, schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr auch Schmummeln kennt, dann löscht euch. Spaß. Das ist der Hass, der aus ihm spricht, weil er so frustriert ist. Nee, ich wollte nur mal kurz, wo ich die nächste Frage suche, kurz erzählen. Ich weiß, dass Leute mal alles sehr persönlich nehmen, was ich sage, weil ich ja letztens meinte, ich hasse Mirida. Chillt, nur weil ich es nicht cool finde, müsst ihr nicht unseren ganzen Kanal Kids von damals hassen, okay? Was ist der Patronus des jeweils anderen? Das ist eigentlich einfach. Ja. Das habe ich dir letztens mal auch schon gesagt. Oh, ich muss ja meinen noch schreiben. Warum bin ich halt so verwirrt? Wenn du alt wirst. Halt den Maul. Okay. Bei dir ist es ein Deerhound. Oh Mann! Ja, richtig. Tada! Das ist ein Maulwurf, ne? Oh, das ist dieses erbärmliche Kackvieh. Kennt ihr diesen Test, den man machen kann und dann kriegst du so dein Patronus angezeigt und dann fliegt er so durch die Luft und dann machst du das so eine halbe Stunde und dann kommt so ein hässlicher, ekliger Maulwurf, der durch die Luft fliegt und denkst so, das ist richtig. Gib mir lieber den scheiß Lachs als diesen hässlichen Maulwurf. Freunde! Ich hab nicht verloren! Ich hab nicht verloren. Du hast auch nicht gewonnen. Egal. Aber besser als vorher. Oh Gott, du bist schon ein bisschen süß. Okay, ich war halt ein bisschen nett zu Kosti, beim nächsten Mal mache ich ihn wieder eiskalt fertig, okay? Wenn ihr Bock habt auf noch eine Folge, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare und bewertet dieses Video positiv. Das wäre cool. Also ich meine, es ist ja jetzt eigentlich schon abzusehen. Beim letzten Mal habe ich verloren, jetzt bin ich unentschieden. Das heißt, nächstes Mal werde ich gewinnen. Und du weißt es auch. Mhm. Wie sehr weißt du es? Du weißt es schon hart, ne? Deswegen tschüss. Tschüss. Auf jeden Dank an Yannick übrigens für den Schnitt dieses Videos. Tschüss. Tschüss.